Hallo und herzlich willkommen. Heute machen wir eine kleine Einführung in ein relativ neues Thema in Mebis, und zwar die Messenger-Funktion. Die ist für die Lehrer und für die Schüler eigentlich ziemlich ähnlich. Das Ganze läuft so, dass man einen integrierten Messenger nutzen kann. Und zwar geht es ganz einfach im Webbrowser. Und zwar hier oben neben meinem Profilbildchen ist hier dieses Chat-Symbol. Und wenn ich auf dieses Chat-Symbol draufklicke, dann habe ich hier eine ganz einfache Übersicht. Und zwar kann ich hier zum einen mal Personen suchen, die ich dann anschreibe. Und hier unten sind die einzelnen Chats dann aufgelistet. Also jetzt kann ich hier zum Beispiel mal eine Person suchen. Jetzt suche ich mal hier den Herrn Tausch und gehe auf Suchen. Und dann kommen mir schon alle, die Tausch heißen. Hier ist der Herr Tausch, der Lehrer, den ich jetzt anschreiben kann. Und genau, jetzt ist im Prinzip der Chat hier am Anfang erstmal leer. Und jetzt könnte ich hier dem Herrn Tausch einfach hier mal so eine Testnachricht schreiben. Und klicke dann hier auf Senden und das Ganze geht raus an den Herrn Tausch und er kriegt es sehr zeitnah, also fast in Echtzeit, vielleicht ein paar Sekunden oder so verzögert. Und wenn er das weiß, dann kann er darauf antworten. Genau, hier kann ich dann wieder zurückgehen und mir das Ganze anschauen. Genau, das funktioniert wirklich sehr, sehr einfach, kann man nutzen, und gerade wenn der Schüler oder der Lehrer, die Lehrerin, die Schülerin, wenn die Bescheid wissen, dann ist das eine gute Kommunikationsoption. Hier in den Einstellungen vielleicht noch ganz kurz kann man eben einstellen, von wem man angeschrieben werden kann. Da macht es auf jeden Fall Sinn, hier eben die Kontakte auch aus den Kursen auszuwählen. Sprich, diejenigen in meinem Kurs, die Lehrer oder die Schülerin können mich dann anschreiben. Und genau, das ist der Chat einmal hier im Browser. Ja, und jetzt schauen wir uns das Ganze einfach noch hier in der Moodle-App an. Wenn man die Moodle-App eingerichtet hat und die hier öffnet, sieht man hier die Kursübersicht. Und dann ist diese Chat-Funktion einfach unten in der Mitte mit den zwei Chat-Symbolen. Und dann kann ich jetzt draufklicken und kann jetzt hier eben entweder oben mit dieser Lupe neue Kontakte eben suchen und die anschreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Lehrer oder eine Lehrerin anschreiben möchte. Und ich kann auch die bestehenden Kontakte hier nachschauen und kann eben persönlich einfach mal das aufklappen. Und dann werden meine Kontakte hier reingeladen. Und hier steht hier oben der Herr Tausch, den ich vorher schon gesucht habe. Die Nachricht ist natürlich schon da und er hat noch nicht geantwortet, aber ich könnte jetzt hier nochmal eine zweite Nachfrage stellen und wie auch immer einfach ganz normal chatten. So, dazu würde ich sagen, probiert es einfach mal aus. Wenn ihr das als Möglichkeit vereinbart habt mit eurer Lehrkraft, dann ist es eine super Sache. Oder wenn ihr das mit euren Schülerinnen so vorbereitet habt, dann kann man das wirklich sehr einfach und direkt nutzen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.